Es ist Formel-1-Zeit hier bei Nachspielzeit.rocks. Herzlich willkommen, auch im Namen unserer Partner Automobil.tv und AndreasRichter.tv. Ich bin Andreas Richter, begrüße euch ganz herzlich zur Video-Nachbetrachtung in unserem Videoblog Großer Preis von Spanien, Formel-1-WM-Lauf in Europa. Und es war leider, wie erwartet, langweilig. Der Pole-Sitter Lewis Hamilton hat gewonnen und das quasi ohne ernsthafte Gegenwehr. So kann man es ein bisschen salopp formulieren. Natürlich waren die Gegner da in Form von Valtteri Bottas, in Form von Max Verstappen, Sebastian Vettel, das ist schon klar, aber sie hatten keine reelle Chance zu gewinnen. Großes Fragezeichen, großes Geheimnis bei Ferrari allerdings, warum Sebastian Vettel bei einem relativ sicheren zweiten Platz während einer virtuellen Safety-Car-Phase als einziger der Top-Fahrer an die Box geholt wurde für einen Reifenwechsel, war von außen nicht erkennbar, sieht für mich aus wie ein Strategiefehler, aber vielleicht kommt ja in den nächsten Tagen noch ein Grund nachgereicht von dem Team, das was am Auto war, an den Reifen, was wir von außen nicht sehen konnten. Wie auch immer, Sebastian Vettel war auf dem Weg zu einem aus meiner Sicht sicheren zweiten Platz, dann kam eben dieser ominöse Boxenstopp und er fiel zurück. Am Ende war er Vierter, nicht mal auf dem Podium. Doppelsieg für die Silbernen auf Rang 3, Max Verstappen. Insofern war auch die Hackordnung, wenn wir uns auf Ricciardo mal schauen, direkt hinter Vettel platziert im Rennen, war die Hackordnung wie in der Startaufstellung, die beiden Silbernen, die beiden Roten, die beiden Blauen, fast auch im Rennen 1:1 wiedergespiegelt. Aus meiner Sicht wieder eine der besten Leistungen des Tages, ja, fast vergleichbar mit Baku, der auf Rang 10 ins Ziel gekommene Charles Leclerc, der junge Mann aus Monaco, gebürtiger, fährt für Sauber, für Alfa Romeo Sauber, so heißt das Team ja in diesem Jahr, wieder in die Punkte. Ganz tolle Leistung für den jungen Mann, ganz tolle Leistung fürs Team aus Hinwil. Herzlichen Glückwunsch Richtung Schweiz. Was war mit Nico Hülkenberg? Sehr viel Pech. Er hatte technische Probleme, beziehungsweise sein Auto hatte technische Probleme, schon im freien Training, am Freitag hat sich das abgezeichnet, dann leider auch im Qualifikationstraining. Er hat im Interview gesagt, es gab Probleme mit dem Benzindruck, gerade in den schnellen Kurven, war dann die Motorleistung mal für wenige Sekunden oder Bruchteile von Sekunden nicht so da wie gewünscht. Im Rennen noch mehr Pech, hat allerdings nichts mit seinem Auto zu tun. Im ersten Kurvengeschlängel, direkt nach dem Start, hat Romain Grosjean in einen Dreher gezwungen oder er sich selbst. Es sah für mich eher nach einem Fahrfehler aus und im Verlauf dessen passierte ein Unfall, bei dem Nico Hülkenberg völlig macht- und schuldlos war, das Aus schon nach wenigen 100 Metern. Andreas, wie kann sowas eigentlich passieren? Ich meine, wir gehen ja bei der Formel 1 von den besten Fahrern der Welt aus und ich meine, Romain Grosjean galt früher als Crash-Kid, dann hat er ein paar Jahre gehabt, wo er gute Leistung gebracht hat, je nach Material, was er zur Verfügung hatte. Und jetzt seit dieser Saison, wenn man ganz ehrlich ist, auf einmal kommt wieder das Crash-Kit in ihn durch, auch wenn er natürlich kein Kit mehr ist. Aus ihm werde ich nicht ganz schlau, denn du sprichst es richtigerweise an, diese Wellenbewegung in seiner Karriere bezüglich seiner Unfallanfälligkeit. Was mich besonders wundert in diesem Jahr, das Haas-Team ist so stark wie nie in der zugegebenermaßen noch sehr kurzen Firmengeschichte. Denn seit dem ersten Rennen in Australien ist Haas deutlich verbessert gegenüber den Vorjahren. Und das sehr gute Ergebnis von Australien haben sie fast im Abschlusstraining jetzt in Barcelona wiederholt. Im Rennen kam es dann eben nicht dazu. Aber die konkrete Antwort, muss ich dir schuldig bleiben, Marc, ich weiß sie nicht. Mich wundert der Mann einfach, denn ich halte auch fahrerisch wie du auch sehr viel von ihm. Aber diese Schwäche, die schadet ihm und seiner Karriere wirklich sehr. Leider. Denn Jan Magnussen, sein Teamkollege, hat es gezeigt in den Punkten. Und das hätte Grosjean sicherlich auch geschafft. Also wird sich auch der Teamchef drüben in den USA ziemlich geärgert haben über dieses Ergebnis. Weil das Rennen ja so extrem langweilig war, eine Frage, hat Pirelli deiner Meinung nach in das Rennen eigentlich unlauter eingegriffen, weil sie haben die Reifenmischung extra für Barcelona verändert, weil sie durch den neuen Asphalt Ängste hatten, dass die normalen Reifen eher zur Blasenbildung neigen. Und jeder weiß ja, dass der Mercedes, anders als Ferrari oder Red Bull, die Hinterreifen vor allem speziell mehr fordert. Genau, also da muss ich leider auf deine Frage aus meiner Sicht ein klares Ja als Antwort geben. Das war eine Einflussnahme, natürlich nicht gewollt, das will ich niemandem unterstellen, aber es war eine Einflussnahme zugunsten der Silbernen, zugunsten von Mercedes. Die Frage, die du gerade gestellt hast, wird seit einigen Wochen diskutiert und thematisiert, auch in Fachmedien, beispielsweise in Motorsport aktuell. Gab es da interessante Hintergrundberichte in den letzten Wochen nachzulesen. Also ich glaube auch, wenn Pirelli diese Änderungen so durchgeführt hat, wie du es gerade beschrieben hast, dann hat das definitiv den Silbernen die Karten gespielt heute in Barcelona und ihnen einen Vorteil verschafft. Wir werden sehen in 2 Wochen in Monte Carlo beim großen Preis von Monaco, ob sich das auch auf dieser Strecke mit einer ganz anderen Charakteristik ähnlich auswirkt, aber heute in Barcelona war es mit Sicherheit ein Vorteil. Ob er wirklich rennentscheidend war, möchte ich gar nicht mal sagen, aber ein Vorteil war es definitiv.
Eine Sache, die sich mir noch aufdrängt, ist, das wurde jetzt auch in der FIA besprochen, das Reglement. Vor allem, wenn man sich jetzt natürlich das Halo-System anguckt, wo Flügelchen um Flügelchen jetzt aufgebaut ist. Und ganz ehrlich, mit Ferrari hat mittlerweile ja auch schon die Außenspiegel dran geklatscht. Also ab 2019 soll es ja Aerodynamikänderung geben. Also für mich, du sprichst da einen wunden Punkt bei mir an, Marc, für mich ein heikles Thema und ein ad absurdum geführtes Thema aus meiner Sicht. Blenden wir zurück, Mitte der 90er Jahre. Diese X-Wings, vielleicht können sich einige von euch noch dran erinnern, das war grausam von der Optik her, von der Wirkungsweise möchte ich mal gar nicht sprechen. Und jetzt waren die Gott sei Dank lange ausgemerzt, aber das, was jetzt gerade passiert. Diese X-Wings waren diese Dinger auf den Seitenkästen, ja, genau, oder? Die so ganz wie auf Stelzen montiert waren auf den Autos. Furchtbar, also ein Graus. Und das, was jetzt passiert, was du gerade angesprochen hast, Marc, ist für mich wieder eine völlige, fast schon Pervertierung dessen, was Technik ausmacht in der Formel 1. Natürlich will die Formel 1 die technisch am weitesten entwickelte Rennserie der Welt sein. Das soll sie auch, aber doch bitte nicht in diesem Ausmaß. Die Formel 1 hat sich schon seit Jahren selbst überholt und ich bleibe bei meiner ganz klaren Meinung, die ich auch in den letzten Jahren hier schon bei den Videoblogs geäußert habe. Die Formel 1 ist seit vielen Jahren weit über das technische Ziel hinausgeschossen, gegen den Willen und gegen die Interessen der Fans und des nach normalem Menschenverstand sinnvollen. Deswegen mein Appell nach wie vor ganz klar, reduziert die Technik, reduziert die Aerodynamik auf ein normales Maß. Und ich nenne wieder, wie schon oft, als Beispiel das, was die IndyCar-Serie im Winter gemacht hat, im Wechsel zu der jetzt laufenden Saison. Reduzierung der Aerodynamik um 20-25%, in der DTM sogar um fast 30%. Vereinfachung von allem und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Du hast es angesprochen, Marc, jetzt wurde diese Woche in der FIA eine Entscheidung gefällt für nächste Saison, für 2019 als Zwischenlösung, denn 2020-21 gibt es gänzlich neue Autos, gänzlich neues Reglement. Also für nächstes Jahr wurde schon beschlossen, eine Vereinfachung der Frontflügel. Damit soll das Hinterherfahren, das Aufschließen und dann natürlich auch das Überholen schon mal deutlich vereinfacht werden. Wieder Beispiel IndyCar-Serie in diesem Jahr. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass diese Entscheidung eine absolut richtige war. In zwei Wochen geht es weiter. Großer Preis von Monaco, habe ich gerade gesagt. Ende Mai. Dann in Monte Carlo. Für mich nach wie vor eines meiner Lieblingsrennen überhaupt. Und ich werde mit Marc gemeinsam schauen, ob sich das, was wir gerade über die Pirelli-Reifen gesagt haben, wieder zugunsten von Mercedes auszahlt, ob die anderen Teams profitieren können oder nicht. Ich glaube nach wie vor, wir haben eine relativ ausgeglichene Saison vor uns. Bis dahin, in 14 Tagen hier bei Nachspielzeit.org sagt Tschüss, euer Andreas Richter.